Kannst du eine Stadt mit nur einer Straße bauen? Die Stadt heißt einfach Baustelle. Die Stadt beginnt ganz bequem an der Autobahnausfahrt mit keiner Möglichkeit, an die andere Seite der Stadt zu kommen. Dann einmal komplett unnötigerweise über den Fluss, kurz an der polnischen Grenze entlang, an den Strand mit einer super Fläche, um direkt an der Straße zu bauen. Das macht dann 2000 Euro Kaltmiete für die Location. Eine viel zu teure Brücke wieder zurück an das Festland. Was auch immer das hier ist, hätten wir komplett umfahren können, aber nein, wir müssen ja mitten da durch. Es war wichtig, dass wir das Bahnnetz durchkreuzen, nur um dann direkt wieder zurückzufahren. Wir sind ja Naturschützer, also einmal um den Wald herum, nochmal über die Autobahn und mit einer smoothen Auffahrt darf man auf diese auch wieder drauffahren. Ihr hier werdet auch eine super Geräuschkulisse haben. Was könnte die Idylle am Strand hier besser ergänzen als eine Müllverbrennungsanlage? Unser Abwasser wird, by the way, direkt hier an die Küste wieder angespült. Ich habe schon das Budget für alle sozialen Einrichtungen gekürzt. Die Stadt ist einfach finanziell eine komplette Katastrophe. Direkt an der Autobahnausfahrt ist, by the way, das Industriegebiet, damit auch alle Gäste entsprechend empfangen werden. Quasi jedes Haus hat irgendwelche Beschwerden, aber wir haben es irgendwie finanziell ins Plus geschafft. Die Straße ist jetzt offiziell die A9. Vielleicht müssen wir die Müllabfuhr etwas ausbauen. Hier hat's gebrannt, ja scheiße gelaufen. Die nächste Feuerwehr ist 50 Kilometer weg. Und direkt am Wald steht jetzt das zweite Industriegebiet. Das ist die wahrscheinlich beschissenste Stadt, die ich bis jetzt gebaut habe. Unser Wachstum ist quasi null. Bitte macht bessere Vorschläge.